Hallo, ich bin der Klemmbau Stefan und ich heiße euch herzlich auf meinen YouTube-Kanal willkommen. Ich durfte wieder ein bisschen bauen, besser gesagt gebaut habe ich es schon und darf euch das heute vorstellen. Und zwar geht es wieder Richtung Avatar. Die Set Nummer 75572. Jake und Neytiris erster Flug auf einem Banshee ist es geworden. Hier haben wir das schöne Set. UVP liegt bei 54,99 € und das möchte ich euch mal zeigen. Empfohlen wird es ab 9 Jahre, hier oben steht's. Und es sollte die zwei Banshees beinhalten, plus ein bisschen Geröll und Grünzeug. Da freue ich mich da schon sehr drauf. Das letzte Mal hat schon sehr Spaß gemacht zu bauen. Dann schauen wir uns einmal hier die Abenteuer der Seite an. Hier haben wir wieder die Beschriftung mit drei unterschiedliche Bauanleitungen. Sprich, drei Leute können gleichzeitig dieses Set bauen, wenn man es denn teilen möchte. Hier oben haben wir einmal eine 1:1 Größenangabe für die Jake-Figur. Auf der anderen Seite ist jetzt nicht allzu viel Spannendes zu sehen. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein paar Ausstellungsbeispiele mit angegeben, plus die Größenangabe der Banshees. Diese sind beide baugleich und somit auch von der Größe her identisch, unterscheiden sich ausschließlich in Bedruckung und der Farbe. So, damit genug. Jetzt wollen wir uns aber mal die Banshees anschauen. Hier sind schon mal die zwei Reiter und wir fangen mit dem ersten an. Nehmen wir doch Neytiris Banshee. Hier haben wir ihn. Sieht aufgebaut wirklich sehr, sehr schön aus. Wir haben ein sehr großes bedrucktes Segel, was eigentlich sehr viel von dem Drachen oder von dem Banshee schon ausmacht. Wir haben eine extra Mold für den Kopf hier vorne. Das ist nicht Brickbuild, sondern das ist eine Gussform. Schauen wir gerade mal. Kennt man den halbwegs? Ja, doch. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Die Farbe finde ich sehr schön. Das ist ein Dark Turquoise, in dem der Banshee hier gehalten wird. Und dann machen wir uns doch mal Richtung Bauanleitung. Da habe ich das letzte Mal was vergessen zu zeigen. Und zwar werden die Bauanleitungen in so hübschen Etuis oder in so hübschen Briefumschlägen geliefert, damit da nichts verknickt und alles heil ankommt bei euch. Und da gucken wir mal rein. Und da haben wir hier die drei Bauanleitungen. Wer hätte es gedacht? Und was auch noch mit drin ist, das habe ich jetzt aber nicht mehr mit reingefriemelt, das sind hier die Reste von den Segeln, sag ich mal, von den bedruckten Flügeln, einmal hier in Blau und einmal hier in den Dark Turquoise mit dabei. Für jeden Banshee natürlich ein eigener Bogen. Bauanleitung 1, das wäre dann auch schon der Banshee, den wir hier stehen haben, in Dark Turquoise, nämlich der von Neytiri. Vom Bauen her ist es nicht allzu wild und nichts Besonderes, sage ich mal. Wir gucken mal, ob wir eine Teileübersicht haben. Auf der letzten Seite finden wir die immer. Die Teile werden alle mit verbaut. Wer es nochmal langsam sehen will, kann da ja kurz Pause drücken und sich das nochmal in Ruhe anschauen. Was ich sehr schön fand, waren hier dieser Glasbaustein, diese große Säule. Die hatte ich jetzt noch nicht allzu oft in den Händen. Mit denen kann man praktische Sachen machen. So, wenn wir mit Bauschritt 1 fertig sind, das wäre dann Neytiris Banshee. Den Banshee haben wir hier. Jetzt musste ich gerade mal schauen, wer von beiden ist denn Neytiri. Das wäre sie hier. Ganz falsche Kamera, Moment. Probieren wir es nochmal. Ebenfalls hier wieder mit einer Bedruckung, mit ein bisschen Blumen um Hals und Gesichtsbemalung. Das wäre hier die richtige Reiterin für den Banshee. Beim Banshee ist mir noch aufgefallen, das gleiche wie schon beim letzten Set. Wir haben hier vorne am Kopfgelenk haben wir einen grauen Stein mit verbaut. Jetzt reiße ich einmal alles auseinander. Der passt da nicht ganz so hin. Wir haben oben Dark Turquoise, unten Bright Orange und Yellow mit verbaut und dann kommt da Light Bluish Gray. Wahrscheinlich gibt es dieses Element, die Pfanne, sage ich mal, fürs Kugelgelenk nicht im passenden Farbton Gelb oder Dark Turquoise. So, jetzt baue ich das Ding hier doch gerade erstmal wieder zusammen, bevor ich ihn komplett auseinandernehme. Das kommt da vorne dran und mit Kopf sieht er doch schon sehr viel gefährlicher aus als mit ohne. So, den Speer lässt er jetzt hier. Da haben wir schon mal Banshee Nummer 1. Kommen wir zur Bauanleitung Nummer 2, die wir hier. Da gucken wir doch mal, ob wir da auch so ein hübsches Vergleichsbild haben. Ich muss sagen, sowohl die Sets als auch die Bilder in der Bauanleitung fand ich jedes Mal wunderschön. Nur häufig habe ich mich gefragt, was das eine mit dem anderen zu tun hat. So, hier wäre schon mal die Base. Das wäre, sage ich mal, jetzt hier Bauabschnitt 2, den wir da zusammen basteln. Wir haben wieder Elemente mit verbaut, die im Dunkeln leuchten. In dem Fall wären das hier die weißen Rüben, die falsch rum verbaut werden oder besser gesagt mit Spitze nach oben verbaut werden. Die leuchten dann im Dunkeln.
Ich kriege das jetzt hier im Studio schlecht wiedergegeben. Ich müsste hier so einen Karton hatte ich mir schon gebastelt, um es ein bisschen dunkler zu machen und wo ich hier reinstehen kann, dass ihr seht, dass die auch wirklich leuchten. Ihr müsst mir glauben, sie leuchten im Dunkeln. Ich krieg's leider hier nicht wiedergegeben. Es ist zu hell. Entweder seht ihr sonst gar nichts mehr oder halt nur das im Dunkeln leuchten oder halt nur mich. Ich habe mich für nur mich entschieden. Hier bin ich. So, dann zum Vergleich, was wir da bauen, das wären hier die fliegenden Felsen. Schaut mal her, die habt ihr bestimmt noch im Film in Erinnerung. Die waren ja riesengroß und gigantisch. Und hier ist er. Da ist der fliegende Felsen. Wird hier befestigt, auch mit einer interessanten Bauweise. Und zwar haben wir hier einen Teil tatsächlich einmal verkehrt rumgebaut. Da gehen die Noppen nach unten. Dann haben wir hier hinten das Element, was ich so interessant fand, transparent und rund. Das ist recht hoch. Das müssten, boah, hätte ich vorher mal ausmessen sollen, wie hoch das an sich ist, in Steinen gemessen. Aber ein sehr, sehr interessantes Element, was ich auch noch ein oder das andere Mal verwenden werde. Wir haben hier oben noch zwei Halterungen. Die sind beide für einen Benchy. Benchy 1 können wir ja schon mal platzieren. Der hat hier unten nämlich dann schon den Pin mit angebracht. Einfach eine Technikstange, die können wir da mit draufstecken. Und dann hat er hier seine Platzierung und kann hier schon mal durchs Gemüse fliegen. So, von Posieren ist es recht eingeschränkt mit den Flügeln. Da lässt sich jetzt nicht so viel bewegen. Ich habe hier halt die Möglichkeit, sie hoch und runter einzustellen. Sag ich mal, einen Flügelschlag kann ich da imitieren. Nach unten geht es auch noch. Nach oben auch noch eins. Und dann ist aber auch schon fast Ende. Drehen geht bei der Größe noch nicht. Aber ja, es soll ja auch gut aussehen und das kann es doch schon mal ganz gut. Dann kommen wir zum zweiten Benchy. Wer hätte es gedacht, das wäre dann der von Jake. Der steht ja hier noch ganz ohne Drachen. Wie im Film hat er den auch erst später bekommen. Das soll rauskommen, wenn er ihn richtig baut. Gucken wir uns mal ein Bildchen an, wie er denn in echt ausgesehen hat. Haben sie gar nicht mit reingemacht, schade. Hätte ich auch vorher gucken können. Doch, da ist er doch. Schaut mal her. Das könnte er in etwa gewesen sein im Film. Und da kommt er schon angeflattert. Von der Art her wirklich ähnliche Bedruckung, wenn nicht sogar genau die gleiche. Doch, es ist eine ähnliche Bedruckung. Ein, zwei Unterschiede gibt es schon. Wie zu dem dunkeltürkisen Banshee. Und das wäre dann der von Jake. Somit lassen wir ihn hier auch einmal aufsteigen und aufsatteln. Damit der Neytiri hier in nichts nachsteht oder nichts nachfliegt, besser gesagt. So, dann packen wir ihn hier mit drauf. Ich glaube, brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Hat auch wieder das graue Teil mit dem Hals eingebaut. Ansonsten gleiche Bewegungsabläufe, dasselbe in grün, nur dass er halt blau ist. So, er kommt dann hier oben mit drauf. Und dann haben wir auch schon den zweiten Drachen mit positioniert und platziert und so könnt ihr die dann zu Hause Drachen steigen lassen. Na, nicht schlecht. Das sieht doch schon mal ganz stark aus. Ich bin gespannt, was man daraus noch alles bauen kann. Das ist jetzt so erstmal der erste Durchlauf, dass ich die Sets alle so nach Anleitung aufbaue, wie sie gedacht sind. Im zweiten Durchgang werde ich mir dann selbst noch ein paar Sachen überlegen. Vielleicht ein bisschen was mit Beleuchtung machen oder hier und da ein bisschen was umbauen. Ihr dürft gespannt sein, es wird bestimmt was Spannendes werden. Für jeden Avatar-Fan auf jeden Fall. Oder für jeden, der einfach technikbegeistert ist und Klemmbausteine mag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Bauen. Ciao. So, jetzt fliegen wir nochmal durch die Gegend und erkunden das Lager. Los geht's.